Hallo Leute, ich bin Paul, ihr seid bei Candlelight Gaming und ihr wollt Pokémon Feuerrot? Hier ist der nächste Part von Pokémon Feuerrot. Wie angekündigt, sind wir vom Pokémon Center, haben unsere Pokémon geheilt, sind durch die Diktor-Höhle wieder zurück nach Urania City gegangen und werden jetzt ohne große Umschweife einfach mal Major Bob legen. Weil wir es können. Nicht wahr? Weil wir es können. Apropos, ich hatte ja gesagt, wir wollen mit Tausch, mit Traumato starten. Und der Major wird sich wünschen, nie geboren worden zu sein. Obwohl, bei dem Rätsel werde ich mir wünschen, nie geboren worden zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Rätsel kennt, das ist das schlimmste Rätsel, das ich je irgendwo in einer Pokémon-Arena jemals gesehen habe. Wir müssen, also hier gibt's, was sind das, 5x30 Eimer und die Eimer haben, ich glaube, links und rechts jeweils einen Hebel. Und das Witzige an der Sache ist, dass wir von diesen ganzen Hebeln rein zufällig genau die zwei finden müssen, die gerade aktiv sind. Wenn wir das nicht können, kommen wir nicht weiter. Weil bei ihm ist so ein Tor, das ist zweigeteilt. Man muss halt ein, also wenn man halt einen Hebel hat, geht halt eine Hälfte vom Tor auf. Dadurch ist aber die andere Hälfte immer noch zu und versperrt uns den Weg. Das heißt, wir müssen beide aufhaben. Und das ist teilweise so nervig. Es gab mal so ein Gerücht früher, als ich noch Pokémon Rot gespielt habe, dass es irgendwie dann immer einen Hebel der umliegenden Eimer sein muss. Ich bin allerdings der Meinung, das hat zwar dann immer wieder gut geklappt, ich bin aber der Meinung, das war dann auch immer nur reiner Zufall. Bin stark der Meinung, das war immer nur Zufall, dass das so gut funktioniert hat. So. Also wie schon gesagt, wir klatschen hier erstmal noch die Typen. Dann das Problem ist, sobald die Typen geklatscht sind, gehen wir raus und heilen unser Pokémon. Ganz wichtig, Leute. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr jemals in dieser Situation seid, wenn ihr alle, ich glaube es sind drei Typen in dieser Arena besiegt habt, geht raus, heilt euer Pokémon und probiert es erst dann. Richtig merken. Ich sag euch gleich warum. So, mit Traumato können wir hier im Grunde schon, also wir können schon direkt wegwechseln von Traumato, weil Traumato ist jetzt am Hintern, es ist zweimal paralysiert bei einer 25% Chance paralysiert zu sein. Das mögen wir gar nicht. Und werden deswegen direkt auf dieser Knospe wechseln. Das auch direkt paralysiert ist. Der Voltoball ist immer ein doofes Gegner-Pokémon gewesen, schon immer. Es ist einfach extrem nervig. Es ist wahnsinnig schnell und es kann so böse Sachen wie Explosion und es nervt einfach ungemein. Mit Ultraschall, Superschall, es ist einfach ein böses Pokémon. Magnetilo, da wechseln wir mal kurz. Ich hoffe einfach mal, dass Igitak jetzt nicht instant wegstirbt. So, oh, habe ich jetzt gerade Schnabel gemacht, ich habe gerade nicht hingeguckt, deswegen habe ich etwas immer A gedrückt und dann kam außersehen der Schnabel. Furienschlag macht zwar auch nicht so viel Schaden, aber Furienschlag dreimal, ach, wenn es schon einmal trifft, macht schon mehr Schaden als Schnabel. Ne? Dann trifft mal viermal oder fünfmal. Dreimal. Also wenn wir nochmal viermal treffen, ja, wenn wir viermal treffen, sollten wir durchkommen. Oh, dreimal reicht sogar auf sich. Oder? Ja, super. Genauso will ich Habitat spielen, dass Sphinx nochmal ein Pokémon richtig ärgert hier. So, haben wir den auch besiegt. Ich bin mir unsicher, ob wir den da oben jetzt auch noch probieren sollten. Und da ich mir unsicher bin, gehen wir raus. Einfach bei dieser Arena kein Risiko eingehen. Warum denn Pokémon verlieren, welches dann keine Erfahrungspunkte für den Kampf bekommt, obwohl es teilgenommen hat? Das ist immer doof.
dementsprechend entweder heilen mit Trinken, aber die Tränke will ich eigentlich nicht für solche Momente ausnutzen, wo oder benutzen, wo ein Pokémon Center in nächster Nähe steht, sondern eher für die Routen, wo man halt wirklich lang unterwegs ist, bevor man wieder auf ein Pokémon Center trifft, oder wenn man in irgendeinem doofen Tunnel rumheizt, oder dafür will ich die benutzen. So. Jetzt sage ich euch nochmal, warum wir das hier. Hier ist es nicht mal ein Tor, hier ist es so eine Laserbarrikade. Wenn wir da reingehen, würden wir wahrscheinlich verbrutzeln. Das Witzige ist aber, es gibt halt nur einen Ausknopf draußen. Also ich habe innen noch nie einen gefunden. Dementsprechend, Major Bob ist da quasi eingesperrt. Er kann da gar nichts für. So, und zwar, das Problem ist nämlich, wenn wir es geschafft haben, alle drei zu besiegen, dann beide Schalter finden und das Tor offen ist und uns dann auffällt, oh Mist, wir sollten uns vielleicht mal heilen gehen, dann ist da das Riesenproblem. Sobald wir die Arena verlassen, stellt sich alles zurück auf Anfang, auf Reset quasi, außer die Trainer sind halt besiegt. Aber das bedeutet, wir dürfen diese zwei komischen Hebel nochmal suchen. Und glaubt mir, das will keiner von euch, weil das ist einfach doof. Halt, stopp! Genau, halt, stopp. So, jetzt machen wir leider nochmal den Schritt zum Pokémon Center. War jetzt halt doof für einen Pikachu. Aber hat er gesehen, dieses Level 23 Pikachu hat ja trotzdem schon viel Schaden gemacht. Und man muss es ja nicht riskieren. Das hätte unser angeschwächtes Traumato von vorhin auf jeden Fall besiegt. So. Und jetzt schnappen wir uns die Mayonnaise. Unser Bisa Knosp darf öfter aus dem Pokéball als Mikis. Und jetzt beginnt der lustige Part. Hier ist nichts bloß Abfall. Hier ist nichts bloß Abfall. Upp. Hier ist nichts bloß Abfall. Hier ist nichts bloß Abfall. Ach übrigens, ne, die Hebel müssen auch noch in der korrekten Reihenfolge betätigt werden. Also da, wo ich jetzt überall geklickt habe und da stand, hier ist nichts, nur Abfall. Wenn ich da jetzt wieder rangehe, kann da allerdings der Hebel sein, den wir brauchen. Also das erste Schloss haben wir schon geregelt. Jetzt nehmen wir mal die Strategie von sonst. Pack! Erster Versuch, es hat direkt geklappt. Also, ich bin zwar der Meinung, das ist nur Zufall, aber es war auch dieses Mal wieder so. Ein umliegender Mülleimer hat dafür gesorgt, dass das zweite Tor aufgeht. Dadurch haben wir uns jetzt natürlich eine Menge Zeit gespart. Und wir legen jetzt los. Hey Kitty, was hast du hier verloren? Im Kampf... Gesundheit, Tom. Im Kampf hast du keine große Chance. So viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht nun dir bevor. Witzige ist, ich habe noch nirgendwo außer hier etwas von Pokémon-Feldzügen gehört. Was für Pokémon-Feldzüge? Ist er durch die Gegend gestreift oder gab es einen Pokémon-Krieg, von dem ich aktuell noch nichts weiß? So. Vor Voltoball habe ich Angst. Das ist eine Tatsache. Schockwelle tut gar nicht so weh, aber die Hypnose trifft halt auch nicht. Der Ultraschall tut, glaube ich, schon mehr weh. Oh ja. Und die Hypnose trifft halt wieder nicht. Das ist halt so lächerlich. Müssen wir jetzt runtergehen auf 29 KP? 28, okay. Jetzt trifft endlich die Hypnose. Wir hätten es wahrscheinlich jetzt schon besiegt, aber man hofft ja mal, dass die Hypnose ein bisschen früher trifft. Gucken, wie viel Konfusionsschaden macht. Wenn es nicht viel ist. Doch, das ist viel. Sonst hätte ich jetzt nämlich die Kopfnuss eingesetzt. Und noch eine Konfusion. Da kommt die Besonderheit von Arena-Leitern. Sie können auch einfach mal Tränke einsetzen. Das Gute ist, dadurch wird kein Zug von dem Schlaf des Voltumballs verbraucht. Denn er schläft immer noch. Obwohl er einen Supertrank eingesetzt hat. Und die Arena-Leiter
haben auch nur eine bestimmte Anzahl von Super- bzw. Hypertränken, die sie ihren Pokémon geben können. Ich glaube, Voltoball hat gerade die maximale Anzahl von 5 Runden am Stück geschlafen. Ah ne, es müssten 4 gewesen sein. Ne, es müssen sogar nur 4 gewesen sein. So, das meinte ich. Traumato ist jetzt Level abgegangen. Es ist jetzt noch ein bisschen bulliger. Ich denke, wir lassen es drin im Kampf. Pikachu ist auf jeden Fall schneller als wir. Obwohl, es ist nur Level 18. Ich probiere mal. Die Donnerwelle ist jetzt ein bisschen nervig, weil wir wieder paralysiert sind. Aber mal gucken, wie viel Schaden unsere Konfusion macht. Wir treffen, das ist schon mal positiv. Oh, das ist ein Two-Hit, wenn wir es töten. Wenn wir es jetzt treffen, besiegen wir es. Schockwelle macht nicht so viel Schaden wie bei Dings, würde ich sagen. Also, oh doch, war ein Volltreffer. Also Pikachu und Voltoball haben wir schon mal beide nur mit Traumato besiegt. Das ist ein super Auftakt. Besser als gar nicht laufen können. Und jetzt kommt das Raichu und da werde ich einfach auf meine Allzweckwaffe zurückgreifen gegen Elektro-Pokémon. Einfach weil er gerne Schockwelle gegen uns einsetzen darf. Das interessiert mich jetzt als dieser Knosp relativ wenig. Ich überlege gerade, setzen wir gleich Giftpuder oder erst Igelsamen. Ich glaube, wir probieren es einfach mal mit Igelsamen. Er sieht schon, dass Elektroattacken ein bisschen doof sind, setzt auch Zuki ein. Das macht uns 10 Schaden und wir heilen uns wenigstens um 7 wieder hoch. Also das macht uns halt im Grunde gar nichts. Ich probiere es einfach mit dem Rasierblatt. Das sollte, glaube ich, am effektivsten sein. Sehr schön. Ich glaube, er hat vielleicht sogar noch einen Hypertrank in der Hinterhand. Wenn wir ihn jetzt aber besiegen, ist das völlig egal. Ja, und das reicht. So einfach kann es gehen, Leute. Das war der dritte Arena-Leiter. Wir haben Major Bob in den Hintern getreten. Ja, ich kämpfe wie ein Kiddy, als Auszeichnung verleihe ich den, oder ich kämpfe nicht wie ein Kiddy, hoffe ich, hat er gesagt. Wenn er es nicht gesagt hat, dann trete ich ihm ins Gesicht. Und Traumato entwickelt sich. So muss das laufen, Leute. Ich hatte die Schnauze. Schaut euch dieses Pokémon an. So muss es laufen. Ein Orden besorgen. Ein Pokémon einfach mal entwickeln. Und das finde ich jetzt witzig. Der Donnerorden erhöht die Initiative meiner Pokémon. Ich glaube, es hat nie irgendeine Auswirkung, einen Orden zu bekommen. Wenn das hier wirklich der Fall wäre, wäre schon cool. Ich glaube es aber nicht. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderes Kind. Nimm das hier. 34 müsste Schockwelle sein. Ja, da ist sie. Elektro-Pokémon können diese Attacke lernen. Schauen wir mal kurz, was Schockwelle kann. Angriff mit schnellem Elektroschlag. Ausweichen nicht möglich. Okay, hat dafür auch nur eine 60er Stärke. Aber 60er Stärke geht ja. Das ist ja gar nicht so schlimm. So. Seht ihr, so einfach kann es gehen. Wir haben schnell den Hebel gefunden, haben schnell Major Bob besiegt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so leicht und so schnell geht. Und muss gestehen, ich bin etwas überrascht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir den ganzen Part nur für die Arena brauchen werden. Aber wir haben jetzt noch gute 6 Minuten. Na, sagen wir mal 5. Dann werden wir in der Zeit schon mal etwas machen, was ich sonst halt im nächsten Part erst angefangen hätte. Und dadurch sparen wir uns wieder ein bisschen Zeit. Das ist super. Der Typ gibt uns... Ja, ich angel super gerne. Ich bin ihm sympathisch. Ich halte schon mal eine Angel. Die wird später für unseren Wasserbegleiter wichtig sein. Allerdings keine Angel. Wir wollen eine bessere. Ich glaube, wir brauchen die Super- oder die Profi-Angel. Eins von beiden. Dann... Zum anderen möchten wir gerne hier rein. Ist es das Richtige? Das ist es.
Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Ja. Sehr schön, dann höre mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir dazu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es. Wenn es schläft, warm und kuschelig, spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Da ist der Radcoupon. Zeig den Radcoupon im Fahrradladen von Azuria City. Du erhältst dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Er hat auch ein Ibitak. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gern Rad. Es ist auf jeden Fall schneller, als wenn wir mit den Turbotretern rennen. Und das war jetzt im Grunde für uns wichtig, da ist ein Typ. Hallo Paul, wie geht es dir? Ich bin es, einer von Professor Eichs Assistenten. Hast du bereits einen anderen Assistenten getroffen? Er hat ein Paket von Professor Eich für dich, Paul. Er sagt, er sucht dich bei Route 2. Ja, das ist dann der, der mir, glaube ich, Blitz gibt. Dafür müssten wir ja aber schon 10 Pokémon haben und wir haben jetzt gerade mal 6. Bringt uns also 0, gar nichts, dass der Typ nach uns sucht. Ich drücke mal wieder durchgängig an, in der Hoffnung, vielleicht ein Item zu finden. Und deswegen renne ich hier auch nicht, was ich glaube ich könnte. Nope, keins. Überall nicht. Gut, gibt keine Items. Also das hätten wir alles im nächsten Part machen müssen. Und haben so schon wieder Zeit gespart. Ich bin mega zufrieden. Ich habe schon so damit gerechnet, so 6-7 Minuten nach dem doofen Schalter zu suchen in der Arena. Aber das hat sich dann jetzt erledigt. Das hier müsste der Fahrradladen sein. Oder ich irre mich einfach komplett. Ah, hier ist er nämlich. Sieht auch viel mehr aus wie ein Fahrradladen. Zack. Oh, das ist ein Radcoupon. Okay, es gehört dir. Ich tausche ein Radcoupon gegen ein Fahrrad. Zack. Das bedeutet, wir können ab jetzt Fahrrad fahren. Moment, ich zeige euch das mal kurz. Beutel. Ups, so. Das Rad ist ganz unten. Das hätte ich gerne ein bisschen weiter oben. So. Select. Wenn wir jetzt Select drücken, kommen wir automatisch aufs Fahrrad. Obwohl die Turbo-Tritter, glaube ich, fast genauso schnell sind, aber wir müssen dafür halt keine Taste drücken. So. Jetzt gehen wir hier nochmal schnell rein. Wir haben euren Schaufler, wir haben euren Schaufler. Und gehen schnell hier weiter. Und hier an diesem Baum geht es im nächsten Part weiter. Ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst wie immer alles mögliche Zeug da. Guckt euch unsere anderen Projekte an. Wir sind im Aufbau. Wir brauchen Leute, die uns zuschauen. Wir brauchen Fans. Wir brauchen Fame. Den brauchen wir nicht, aber es ist immer schön, etwas Feedback zu bekommen. Also wünsche ich euch noch viel Spaß mit den nächsten Parts, die kommen werden. Habt einen schönen Tag und wir sehen uns dann. Ciao, Leute.